Datum? 19.06.2013. Da fährt er dahin, der Landrat Carsten Wulfänger. Er schaut sich vor Ort an, wie weit der Deich bei Fischbeck unter Kontrolle ist. Tja, hinter Fischbeck Richtung Wust soll die Straße maximal 1 Meter breit sein, der Rest ist weg. Das wissen wir von einem Journalisten. So, die Teppichdomäne in Fischbeck ist wieder zu sehen. Und parallel zu dieser Straße ist die alte Tangermünder-Fischbeck-Straße. Da düsen jetzt immer die LKWs lang. Die steht noch ziemlich unter Wasser, deshalb ist das immer ein Wassergetose. Grüße aus Tangermünde.